auch noch ein gutes, neues, gesundes Jahr wünschen. Ich begrüße wie immer die beiden Trainer. Zu meiner Linken heute den Trainer des ESV Königsbrunn, Peter Horisek, guten Abend. Und natürlich unseren Trainer, Josef Hirte. Servus, Josef. Ich darf zunächst den Gästetrainer um eine kurze Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, also, schönen guten Abend. Ich glaube, es ist nicht viel zu sagen. Ich bin unzufrieden, selbstverständlich, mit der Spielleistung. Also war peinlich, die zweite Liter. Zweite Drittel hat ein bisschen gelaufen, hat das ein bisschen gelassen, das hat ein bisschen Eishockey, haben wir ein bisschen gespielt. Und dann war wieder vorbei alles. Also ich glaube, ohne Gegner wäre vielleicht besser heute. Aber gut, wir haben das Spiel bis zum Schluss gespielt. Ich weiß nicht wirklich, was soll ich sagen, weil das geht nicht sagen. Wir haben defensiv nicht schlecht gespielt, aber wenn Spielstunde Unterzahl, wenn zum Schluss dritte Drittel hat die Jury drei Spieler rausgeholt, das hat ein bisschen ausgeglichen. Aber selbstverständlich für uns war das schon zu spät. Und der entscheidende Moment kam nach dem 4-3, wo haben wir wieder Unterzahl gespielt und da haben wir den fünften Tor kassiert. Für mich ist das wirklich sehr traurig, dass solche Spiele gibt es überhaupt in meiner Liga. Dankeschön. Josef, wirst du das Spiel bitte? So, guten Abend. Ja, natürlich, wir freuen uns über die drei Punkte, sehr wichtig. Ich habe schon vor der Saison oder laufend der Saison immer gesagt, dass um den achten Platz, also mehrere Mannschaften kämpfen, das ist ja Königsbrunn genauso. Und man sieht ja, dass die Spiele oder die Mannschaften sehr ausgeglichen sind. Da sind jetzt 10 Mannschaften, die wirklich den achten Platz schaffen können. Und für uns ist natürlich jetzt sehr wichtig, dass wir die 3 Punkte gemacht haben. Natürlich, es war ein ganz offenes Spiel, lange Zeit. Dann haben wir leider, oder vor 2 Tagen, mehr Überzahl gespielt. Und da sind wir sehr stark, auch wenn wir nichts Kompliziertes spielen, mal Überzahl. Aber das haben wir dann genützt und dann am Ende gewonnen. Da war also wichtig die Unterzahl, das Überzahlspiel von uns. In dem zweiten Drittel war es sehr leid, dass ich den Christian Hamburger rausnehmen musste. Das war eine sehr harte Entscheidung, aber wie jetzt auch immer eigentlich die letzten Spiele läuft, dass wir im ersten Drittel gut spielen und im zweiten Drittel dann am Anfang immer irgendwie nachlassen. Ich versuche immer die Mannschaft fit halten oder beziehungsweise wach halten, dass die da weiter Druck ausüben, aber es läuft irgendwie im zweiten Drittel für uns nicht. Musste ich leider der Christian rausnehmen, eine Änderung machen, das hat uns dann ein bisschen geholfen. Dann haben wir weiter Druck ausgeübt und nach dem zweiten Drittel war das immer noch nicht klar, dass wir gewinnen. Erst dann im letzten Drittel, wenn wir dann wirklich nochmal Druck gemacht haben, Überzahl gut gespielt, dann haben wir das Spiel für uns entschieden. Aber nach 40 Minuten war noch nicht klar, wer da als Sieger nach Hause geht. Glücklicherweise waren wir das. Das bin ich froh und den achten Platz, den haben wir fast sicher. Danke. Jetzt besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen von Seiten der Presse. Wenn es keine Fragen gibt, dann darf ich noch kurz die anderen Endstände des heutigen Spieltags